haben wir das Tretlager dabei zerstört. So, Christian, Spezialfall. Wie viele Kilometer? 23.000? 23.000. Die Farbe passt ja, ne? Die Farbe passt super. Neuen Möwe hier, einmal in neuen Muschelgrau. Moin und willkommen bei Nordbikes, eurem Fahrradspezialist in Bremen-Wolfershausen. Ja, wieder mal unterwegs im Transit. Wir haben heute nämlich viel auf dem Zettel. Wir wollen einmal ein Fahrrad abholen, und zwar das Fahrrad, das zukünftige Fahrrad meiner Frau. Die hatte nämlich einen blöden Verkehrsunfall, der zum Glück glimpflich davongegangen ist. Sie hat einen blauen Fleck, aber ihr altes Easy-Kompaktrad ist ein kompletter Totalschaden. Wenn ihr das Video seht, sollte es schon ein Video davon geben, denn das sieht sehr interessant aus. Wir gucken uns das Fahrrad mal zusammen an, machen Kostenvoranschlag für die Versicherung, weil da ist wirklich nichts mehr dran zu holen. Das ist ein kompletter Totalschaden. Ja, also auf dem Weg nach Janblum, Fahrradstudio Janblum in Habenhausen. Und ansonsten haben wir noch viele kuriose Sachen in der Werkstatt, die ich euch zeigen möchte. In diesem Sinne, bleibt dran, euer Andreas. So, angekommen, Fahrradstudio Janblum. Wunderschöner Laden, wollte ich euch mal kurz zeigen hier. Ja, auch eine wunderschöne Auswahl an Velodrill-Rädern. Alles dabei, richtig schön dekoriert der Laden. Ja, also auch ein toller Ansprechpartner in Bremen, Entschuldigung, in Habenhausen in Bremen. Komplett nett dekoriert. Ja, und darum geht es heute. Wir haben hier einmal die Kio-Ecke. Wunderschöne Räder. Und ja, das wird das zukünftige Rad meiner Frau sein. Das holen wir ab. Das werden wir dann einladen. Ja, und dann machen wir mal hoffentlich heute noch ein Unboxing, wa? Ich nehme euch mit, bleibt dran. So, endlich angekommen bei Nordbikes. Fahrrad wird gleich ausgeladen. Ja, Werkstatt wieder, Katastrophe, alles voll. Bis nach Meppen, neue Räder, Auftrag schreiben, Unfallschaden, alles dabei. Ja. Wie jeden Tag mittlerweile. Ich habe hier mal eine nette Geschichte. Wir haben hier einen Ampler. Das hatten wir zur Inspektion hier. Das war ein Bestandskunde. Und ja, da hatten wir aus Versehen, wollten wir das Tretlager befestigen. Und was soll ich sagen? Der Kollege hat nicht richtig aufgepasst, beziehungsweise wusste es nicht. Haben wir das Tretlager dabei zerstört. Und zwar kann man das in zwei Richtungen drehen. Also beziehungsweise die eine Seite ist lose, die andere Seite ist fest. Und wenn man natürlich die feste Seite dreht, dreht sich das Tretlager mit und hat natürlich die Kabel hier abgerissen. Ja, ärgerlich. Habe ich auch mal bei meinen Kollegen mitgepostet. Das heißt, wir haben so eine Gruppe von Händlerkollegen und die mussten alle schmunzeln. Ist denen auch schon passiert. Ja, kann passieren, soll nicht passieren. Haben wir jetzt verursacht. Wie gehen wir natürlich mit um? Kunden angerufen, haben gesagt, dein Rad wird nicht fertig, wir müssen uns an Ampler wenden. Das ist ein Spezialteil von Ampler. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wo die das herkriegen, aber ich krieg's nur bei Ampler. Ja, und das hat dann auch wieder bestätigt, warum wir ungern an solche Exoten beigehen, weil im Normalfall hätte ich jetzt ein neues Tretlager bestellt, wäre nächsten Tag da, eingebaut, fertig, Kunde kann das Rad abholen. Nicht bei Ampler. Nein, dort musst du nämlich in Kontakt treten mit Ampler. Haben wir versucht, Telefon zweimal nicht erreicht, dann E-Mail. E-Mail kam ein paar Tage später, dann eine Antwort, und zwar nicht, ja, wir schicken dir das Teil, sondern es muss erst, sage ich mal, der Kunde nachgewiesen oder verifiziert werden. Dazu brauche ich den Kundennamen, die Rahmennummer, das Fahrradmodell, und dann wird sich erst mit dem Kunden in Verbindung gesetzt aus diebstahlschutztechnischen Gründen, was ich teilweise auch verstehen kann. Die Ironie daran ist, dass Ampler uns Kunden geschickt hat, damals und auch heute noch, wir sollten doch die Fahrräder gerne reparieren, beziehungsweise wir wurden halt als Werkstatt empfohlen. Zurzeit ist es so, dass wir gar keine neuen Kunden mehr aufnehmen, weil wir absolut voll sind mit unseren Kunden. Und naja, das ist halt noch ein Bestandskunde. Und wie gesagt, es musste erstmal geklärt werden, ob das Rad kein Diebstahlrad ist. Finde ich schon mal lustig. Das heißt, die erste Woche ist vergangen, bis ich die E-Mail gekriegt habe. Jetzt ist die zweite Woche vergangen. Jetzt hat man mir ein Angebot geschickt. Und dieses Angebot muss ich natürlich bestätigen, indem ich es bezahle. Dann schicken die das Lager innerhalb von ein, zwei Wochen raus. Hoffe ich doch, ist noch nicht hier. Das heißt, es könnten mal eben vier Wochen ins Land vergehen, bevor ich diesem Kunden weiterhelfen kann. Und das ist natürlich ein No-Go, sage ich jetzt mal. So läuft das bei uns nicht. Und was auch natürlich hart ist, ne? Jetzt guckt euch mal dieses wunderschöne Lager an hier. Jetzt schätzt doch mal, was das kostet. Also das ist ein billiges Thun-Plastiklager. Hier, das ist kein Hightech. Aber da ist halt irgendeine spezielle Sensor-Elektronik drin. Drehmoment bzw. Drehsensor ist hier drin. Und ja,
Mich kostet der Spaß jetzt happige 181 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ne? Was willst du machen? Kannst du nichts machen? Also ich finde es ein bisschen überteuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal schon, dass ich im Laufe der Zeit so ein bisschen Gefühl dafür gekriegt habe, was kosten darf. 180 Euro. Nee, niemals. Naja, dann hoffen wir mal, dass das Lager bald hier eintrifft, dann können wir es einbauen. Für mich ist aber eigentlich auch die Sache klar, diese ganzen Exoten-Fahrräder, Funmove, wie sie alle heißen, oder was haben wir noch? Ja, Ampler fand ich bis jetzt auch immer noch so mit am besten, weil da ist halt auch viele vernünftige Fahrradtechnik mit verbaut. Aber hier Funmove und diese Cowboy-Räder passen wir nicht mehr an. Muss ich, sorry, aber geht nicht, können wir nicht beigehen, kriegt man keine Teile für, macht keinen Spaß. Muss man ganz klar sagen, macht keinen Spaß. Und ich glaube auch nicht, dass die Dinger wirklich nachhaltig sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger alle in 2-3 Jahren, wenn da mal wirklich große Defekte dran sind, auch wirklich repariert werden können. Ist meine Meinung. So viel zu dem Thema. Ja, dann gucken wir mal, was der Tag noch so mit sich bringt. So, Christian, Spezialfall. Wie viel Kilometer? 23.000? 23.000 und der Riemen. Hört euch das mal an. So. 23.000, erster Riemen. Und wir sind, ja, das ist gut. Unter Belastung knarzt der lustigerweise nicht. Also, wenn du voll reintrittst, versuch das mal zu simulieren. Wird leise. Also, es ist wirklich. Also, haben wir noch nicht gehabt. Ich vermute jetzt, oder wir vermuten jetzt mal Riemenscheibe vorne. Das ist hier irgendwie so ein komisches Konstrukt hier. Plastik. Erstmal alles abschrauben hier. Hier für den Kunden, das war schon gebrochen, ne? Also nicht, dass es nachher heißt, wir waren's. Ja, ist natürlich auch irgendwann spröde, das Material. Ja, Bosch-Motor, was haben wir überhaupt verbaut hier? Active Plus? Bosch Active Plus, ja. Active Plus Motor, okay. Müsste schon ein bisschen, weil wie alt ist das? 6, 7? Mindestens. Ja, ne? Aber 23.000 Kilometer. Mal gucken, ob wir es ankriegen hier. Da. Sonne. Service, ja, Service ist klar. Service machen wir jetzt. Ja, 23.000 Kilometer, erster Riemen. Und wir sind gespannt. Wir schrauben mal ab und gucken mal, wie die Riemenscheibe aussieht, ob wir da schon das Corpus Delicti haben. Und dann schauen wir weiter. Ja, was sollen wir sagen? Der Riemen ist es nicht. Also, ich kann mir nicht, es erschließt sich mir nicht. Der Riemen sieht nämlich noch, guckt euch das an, das ist alles noch Taco. Da. Das sind keine Verschleißanscheinungen am Riemen. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass wir den Riemen jetzt abnehmen. Also wirklich, auch hier die Ritzel noch alles. Picobello, ne? Ich hole mal gleich ein bisschen Licht. So, jetzt nochmal mit Licht. Damit wir die Ritzel auch besser erkennen können. Also die Ritzel haben keine Verschleißanscheinungen. Die Flanken sehen noch alle schön aus. Es ist nichts ausgefranst oder so. Also wirklich noch Taco, der Riemen. Ja, ich vermute mal Folgendes. Wir werden jetzt nämlich Folgendes machen. Ich hatte erstmal Vermutung bei der Laufleistung, dass der Riemen natürlich diese komischen Geräusche macht. Jetzt habe ich aber eine schlimmere Befürchtung. Wir werden den Riemen jetzt mal runternehmen. Ich glaube, der Motor hat es hinter sich gebracht. Und ich glaube, das ist auch nur ein Active Line. Klar, müsste nur ein Active Line sein. Und ja, Rücktrittvariante. Leider gibt es hier kein Reparaturkit für. Ich befürchte, wir haben eine schlimme Diagnose, aber wir gucken mal weiter. Ja, kleines Update. Also Ritzel sieht wirklich nach meiner Erkenntnis wunderbar aus. Kein Grat, kein Verschleißgrat dran. Christian, haben wir noch ein neues Ritzel, das wir mal gegenhalten können? Der Motor. So einen akuten Lagerschaden kann ich hier leider auch nicht feststellen. Was heißt leider, aber wir sind noch am Rätseln, ob es doch das Ritzel ist. Uns mal ein neues Ritzel angucken, aber so sieht das echt alles Taco aus. Deswegen, naja, Riemenscheibe war sehr trocken drauf, ob daher das Geräusch kommen kann. Lass doch mal eben hier gegenhalten. Ja. Schon ein bisschen dicker, ne? Aber jetzt auch nicht viel. Das ist auch kein CDX-Riemen, ne? Oder? Aber fühlt sich genauso an. Mal eben hier. Interessant. Für uns überraschend, wir forschen weiter. Wir wissen es noch nicht, wo dieses Geräusch herkommt. Ja, mal gucken. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Schatz, kommst du bitte? Ja. Ja, jetzt, die Kamera läuft schon. Schatzi. Das Publikum wartet nicht so gerne.
wie gesagt, da meiner Frau die Meinung war, sie müsste sich mit dem LKW anlegen. Und das easy, wie gesagt, ihr werdet sehen. Hier ist es, Kio. Unboxing, unser erstes Kio im Laden. Warum Kio nicht easy? Abonniert den Kanal, ihr werdet alles mitkriegen, wenn ihr dabei bleibt. Ja? Aber jetzt geht es erstmal um das Fahrrad, das neue Fahrrad von meiner Frau. Unboxing! Ich liebe es. Bis jetzt immer noch Pappe. Oh, ist das schön. So, mal gucken, ob ich das noch wie früher aus meiner Jugend. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Tada! Ja, das erste Kio hier bei Nordbike. Schatz, bitteschön. Ja, dankeschön. Gefällt dir die Farbe? Ja, definitiv. Hast du dein Pullover? Ich muss noch shoppen gehen. Vor allem ein Nagellack mal kaufen. Erster Eindruck. Das ist jetzt das Smart-System. Du musst leider auf dein Intuvia verzichten. Oh, nee, echt jetzt? Kannst jetzt dein Handy nehmen. Oh Mann, ey. Bei Schulz eine Stütze. Hier, kannst nicht klauen. Das ist gut. Das ist, also ich habe es mir schon mal angeguckt. Erstmal ist es natürlich futuristischer als Easy. Definitiv. Sieht einfach sexy aus. Und ja, ausstattungstechnisch auch top. Smart System, 545 Watt Akku. Bosch Performance 75 Newtonmeter. Ja, bitteschön. Ich mach's dir noch fertig. Ja, ne? In diesem Sinne. Wie gesagt, es wird noch einiges kommen. Kio und so werden wir noch. Abonniert den Kanal, bleibt einfach dran. Aber wir haben noch ein paar spannende andere Geschichten. Pass auf, wir gehen jetzt mal gleich weiter. Geh mal her hier. Dankeschön. Christian, was ist aus der Knack-Riemen-Geschichte geworden? Das läuft wieder. So, und wir hatten ja vermutet Riemen. Der Riemen, 23 Kilometer, 1000 Kilometer, top. Wir hatten vermutet Motor, also ich nicht, also ich. Ich hatte es vermutet. Christian hatte eine andere Vermutung. Und was war's? Das Ritzel hier lief einfach nur trocken auf der Kurbelwelle von dem Bosch-Motor. Und war lose. Genau, also einmal hier, schön, da Corpus Delicti. Schön fett. Ja, auch komm, jetzt dreh mal bitte wieder dran, damit auch ganz normales Raschelgeräusch, kein Knacken mehr. Ja, das ist doch mal schick. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet, weil das klang fies, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber daran könnt ihr auch mal sehen, wir nehmen uns der Sache an. Und ja, wenn der Fehler nur eine lose Lockring ist, dann ist das nur ein loser Lockring. Dann wird da nichts anderes gemacht oder so. Natürlich selbstverständlich. Für mich ganz spannend, jetzt hier mal wirklich einen Riemen in Natur zu sehen mit 23.000 Kilometer und ohne Verschleißerscheinung. Ja, mal gucken, was uns der Tag dann doch noch so bringt. Ne? Die Farbe passt ja, ne? Die Farbe passt super. Ja. Soll ich das machen? Komm. Das ist doch schick. Definitiv noch der Sattel, aber. Ich mag das. Na, sieht so eine glückliche Kio-Besitzerin aus. Ja. Ah ja, fast ganz vergessen hier. Wir haben noch Ware gekriegt hier. Möwe Voyager. Möwe Voyager. Möwe Voyager. Ganze drei Möwe Voyager, alle drei verkauft. Die Kunden warten schon leider sehr lange. Ein bisschen Lieferschwierigkeiten gehabt mit den Rahmen. Jetzt sind sie alle auf einmal rausgegangen. Das heißt für uns jetzt erstmal auspacken, alle Teile zusammenkramen, was bei der Bestellung mit dazugekommen ist, Rechnung fertig schreiben etc. Alles, ja, auch wieder Arbeit, die quasi unerwartet kam, weil wir ja nicht wussten, wann die Räder kommen. Aber sie sind da. Hier, wunderschöne Möwe. Ja. So. Kriegen wir hin. Heute ist Donnerstag. Mit Glück rufen wir die Kunden morgen an. Mit Pech erst nächste Woche. So, dann drehen wir mal langsam das Outro, weil mir raucht die Birne schon wieder. Es ist wieder viel passiert heute hier. Ein, zwei Sachen möchte ich euch zeigen. Die neuen Möwe hier. Einmal in neuen Muschelgrau und Blau. Matt, auch wunderschön gerade eingetroffen. Ja. Ja. Hier auch ein neues Rad eingetroffen, Carbonrad von Velo de Ville, das CEB. Auch wieder was ganz Neues auf jeden Fall. Und gucken wir mal in der Werkstatt, was hatten wir heute für Fälle. Alle Fälle haben wir geschlossen.
ja, hier haben wir noch ein Rad verkauft. Ne? Hier ist nochmal das Möwe, wunderschön. Wie hieß das Blau jetzt nochmal? Ultramarin, Entschuldigung, jetzt haben wir es. Ultramarinblau in L, wird umgebaut mit Speedlifter. Ich guck mal, dass wir da auch mal ein Video zu machen. Wir wollen nämlich hier so einen schönen Speedlifter einbauen, dass man den Lenker rauf und runter ziehen kann. Ja, das neue Rad meiner Frau. Das ist der Christian. Das ist der Bennett. Und in diesem Sinne beende ich das Video. Und ja, wie gesagt, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da. Alles Gute, euer Andreas.